يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. من وحي النهضة الفكرية نرفع صوت الإنسان. Diese Sitzungen befinden sich engel. Warum? Warum? فكرية نرفع صوت الإنسانية. Ich merke deine Unkenntnisse. Außerdem hatte Jesus keinen leiblichen Vater gehabt. Deswegen kannst du damit nicht ankommen. Aber hier haben wir ein Riesenproblem. Hamza, kommen deine Samen, oder warte ganz kurz, kommen deine Samen aus dem Rücken? Allah, der die Menschen erschuf, weiß noch nicht mal, dass Samen aus dem Huden hervorkommt. Und hier haben wir ein Riesenproblem. Aber bevor wir hier weitergehen, möchte ich von dir wissen, Hamza, ob zwischen den Ländern und den Rippen kommt der Samen hervor. Ist das dein verdammtes Ernst, dass jeder Kind, eine 10-, 11-Jährige weiß schon oder 12-Jährige weiß schon, dass Samen nicht aus dem Rücken hervorkommt. Aber dein Allah, der die Menschen erschuf, sagt zwischen Rücken und Rippen. Ist das dein Allah, der noch nicht mal weiß, wo der Mensch, der Samen hervorkommt? Ich möchte eine Antwort dazu haben. Shiat Hamza, wo kommen die Samen her, aus dem Hoden oder aus dem Rücken? Antworte nur auf diese Aussage. Shiat Hamza, wo kommen die Samen her, aus dem Hoden oder aus dem Rücken? Es sagt, 11-jähriges oder 12-jähriges Kind würden wissen, woher der Samen kommt. Und mein Allah würde das nicht wissen. Und ob das mein verdammtes Ernst wäre, ne? Das, er wollte mein Unkenntnis sein. So, erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier gar nicht von Samen gesprochen. Also hier ist die Sprache von dem Menschen selbst und von dem, also Wasser, wovon der Mensch erschaffen ist. Sei es jetzt von der Frau oder von dem Mann. So, der Mensch soll doch betrachten, aus was für einem Stoff oder aus woraus er erschaffen ist. Er ist aus einem sich ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen Lände und Rippen herauskommt. Er hat die Macht, ihn zurückzubringen. So, jetzt die Frage ist, er meint, er will uns sagen, dass Gott dadurch unwissend wäre, oder das soll ein Beweis sein, dass der Koran nicht von Gott stammt. So, ich weiß nicht, ob er jetzt bei seiner Meinung bleibt, wenn ich ihn jetzt hier aus seiner Bibel etwas überrasche, ne? Oder beharrt er drauf und sucht noch eine billige Ausrede. Ich weiß nicht, wie viele K.O.-Schläge braucht er. Ich konnte damals also nicht antworten, weil die Zeit leider zu knapp war, also für die Fragen, die er immer stellt. Ne? Für die Fragen brauche ich die Zeit, also wenn er einverstanden ist. Ich bin bereit, auf allen Fragen, die er stellt, direkt live zu antworten, aber muss er mir mehr Zeit geben, als er selber bekommt. So, wir haben hier zwei unterschiedliche Bibel. Warum? Ich weiß das ja nicht. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, warum gibt es 50 verschiedene hier Bibel? So, ich habe geforscht und festgestellt, die Christen haben 250.000 Manuskripte. Wirklich. Aber das jüngste Manuskript davon ist auf 150 nach Jesus Christus zurückzuführen. Und die zweite Erkenntnis, was ich bekommen habe, ist, dass gar kein Manuskript stimmt mit einem anderen überein. Das heißt, 200.000 verschiedene Manuskripten haben sie. Über ein Buch, über die Bibel. So, wir lesen zusammen, jetzt was in die beiden Bibeln steht, ne? Lenden, also der Mensch kommt aus den Lenden. So, ich weiß nicht jetzt, bleibst du noch Christ oder wirst du irgendwann mal wieder die Shahada, aber diesmal richtig aussprechen. Lesen wir zusammen. Alten Testament, ne? Von der Neue Weltübersetzung, 1. Mose 46, Vers 26. So, hier haben wir
46, Vers 26, 1. Mose. Alle Seelen, die zu Jakob nach Ägypten kamen, waren die, die aus seiner Hüfte hervorgegangen waren. Also woher? Aus der Hüfte sogar. Also nicht nur aus den Lenden. Aus der Hüfte kommen die Menschen. Also die Seelen. Das heißt, die Menschen kommen aus der Hüfte. So, das war Altes Testament. Jetzt gehen wir weiter. Aber hier, damit er nicht sagt, warum kommst du immer mit dir, andere Bibel. Ich weiß nicht, warum gibt es andere Bibel überhaupt. Wir haben nur einen Koran, Schiiten und Sunniten. Alhamdulillah. Alle Muslime haben nur einen Koran. Es gibt keinen zweiten Koran. Wir haben nur einen einzigen. Die Bibel, hier Elberfelder Bibel. Ne? So, 1. Könige, 8, Vers 19. So, hier lesen wir 1. Könige 8, 19. Jedoch wirst du selbst das Haus nicht bauen. Also hier redet Gott mit David. Ne? Sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorkommt. Woher kommt der Mensch? Aus den Lenden. Also David kommt hier, Salomo kommt aus den Lenden. So, und er sagt, das ist ein Beweis, dass Gott unwissend wäre. Ne? Wie ein Elfjähriger würde das wissen, aber Gott weiß das nicht. So, der Gott der Bibel weiß das auch wahrscheinlich nicht. So, also auf jeden Fall, die Lenden hier sind die Quellen, also woher der Mensch kommt. So, jetzt lesen wir weiter im Neuen Testament. Hebräer 7, 9, Vers 10. Also Hebräer 7, 7, 9, Vers 10, also 9 bis 10, Entschuldigung. So. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, ne, dort, aber einer von denen bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der der Zehnten empfängt, so, der Zehnte erhoben worden, denn, also das ist ein bisschen zu klein, deswegen lese ich so langsam, denn er war noch in der Lende des Vaters. Wo war er? In der Lende des Vaters. Lenden ist doch hier, mein Lieber, sogar Duden, Duden sagt das, Duden, Körperteil gegenüber die Hüfte, Körperteil der Gegend der beim Schlachtfleisch oder Lendengegend. Das ist der Samen wird nicht am Rücken produziert. Ich habe dir gerade auch das Arabische, auch hier aufgezeigt. Und du tust so, guck mal, er redet Hebräisch. Du lenkst die ganze Zeit ab, jedes Kind weiß, dass das Samen nicht am Rücken produziert wird. Und außerdem geht das doch hinter dem Rücken, da steht doch Duden, sagt das hier. Guck nicht, guck in den Kamera, guck auf den Bildschirm, guck nicht woanders. Hier steht doch Lende. Über Hüfte und nicht in der Mitte zwischen den Beinen. Was ist das für ein wirres Zeug? Ich hätte verstanden, wenn man sagt, die Hoden liegen zwischen den Beinen. Aber es steht hinter dem Hüfte. Ja? Und nicht, dass man sagt, vor der Hüfte oder dass der Hoden da irgendwo am Beinen ist. Du lügst, ich habe den Duden sogar gezeigt. Der Samen wird nicht davon produziert. Was erzählst du uns für eine Märchengeschichte? Und hier, das ist Rücken, nicht Hoden. Rücken, das geht um den Mann, nicht um die Frau. Der Samen wird aus dem Rücken hervorkommen. Lieber Elia, jetzt haben wir was Gemeinsames. So, du wolltest hier unser Allah subhanahu wa ta'ala angreifen und damit auch den Koran. Jetzt haben wir festgestellt, dass was du gesagt hast, ist für euch normalerweise zählt zu den Abtrünnigen oder du zählst zu den Abtrünnigen. Und du hast denn jetzt hier dein Gott auch Unwissenheit zugeschrieben. Das ist jetzt der 6. oder was weiß ich, K.O.-Schlag. Okay, wir wollen nicht so uns schlagen. Vielmehr wollen wir uns gegenseitig aufklären. Ne? Und ich bitte dich, dass du dich irgendwie etwas benimmst. Ne? Und das wird nichts bringen. Also wenn du in der, sagen wir, im Recht bist, dann musst du dich nicht also aufregen. Ich habe die Aufnahme nachgeschaut und festgestellt, dass du wirklich
sehr beleidigend warst. Ich habe nicht genau hingehört, wo du richtig beleidigt hast. Ich habe kein Verständnis dafür, warum du das machst. Und deswegen, ich sage jetzt, inshallah, also damit wir weitermachen können, es ist nicht für mich, also das für mich persönlich stört nicht, also stört mich das nicht. Aber für die, für meine Liebenden sozusagen, es ist nicht so schön. Also viele finden das nicht in Ordnung, dass du so beleidigend wirst, so aggressiv. Das muss nicht sein. Ich meine, wir sind am Debattieren. So, du hast so oft gesagt, also Lügner und Betrüger und was weiß ich, was du alles an Worte benutzt hast, die normalerweise nicht nötig waren. Deswegen, ich hoffe, dass wir uns weiter unterhalten, ohne dass wir uns gegenseitig beleidigen zu brauchen. Denn das tut nicht nötig. Wir haben, jeder hat seine Beweise und am Ende gewinnt nur die Wahrheit. So. Inshallah, ich hoffe, dass das in Zukunft besser geht. So, Friede sei mit dir und Assalamu ala al-Mu'minin jami'an. من أجلك مهما نتحمل ما نتغير ما